Wo rennst du hin? Er rennt direkt auf den Gegner. Die gegnerische Festung zur Hilfe. Ja. Das war eigentlich nicht so geplant, aber lassen wir Horny sein Spaß. Und uns lieber das Gold. Meine treuen Freunde, aus diesem Feind werden wir gemeinsam Hackfleisch machen. Die Kanonen feuern nicht mehr auf Horny. Und Horny ignoriert sie auch grazil. Das ist so komisch. Dafür tut er die Elfenborn hätten. Ich merke gerade, ich habe nur noch 4 Imps. Oh, ist Hordy schon weg? Ja. Egal. Ich muss jetzt mal diese 3 Kanonen da loswerden. Sonst nerven die mich noch ewig. Aber die werde ich nur auf eine Weise ordentlich los. Das ist weniger gut. Das ist sogar ganz und gar nicht gut. Das habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Da sollte ich die ganze Truppe, die ich habe, mal antanzen lassen. Ich habe ja richtig viel Geld jetzt wieder, oder was heißt richtig viel, verhältnismäßig viel Geld. Also erstmal das Casino. Das ist jetzt ein schönes großes Casino. Trainingsraum. Euer Trainingsraum ist noch nicht einsatzbereit. Ihr müsst ihn vergrößern. Erstmal zurückziehen. Und den Heckenmagier kümmern wir uns dann nachher. Den Magier und die Elfe. Beziehungsweise habe ich noch einen. Der da sieht gut aus. Der ist zwar ziemlich hungrig, aber er wird ausreichen, um die Elfe zu one-hitten. Ja, die war auch ziemlich eingeschlagen. Und diesen Magier. Und dann kann er uns noch helfen, die Kanonen loszuwerden. Also ja, mittlerweile bin ich froh über, dass die Kreaturen schlüpfen, auch wenn ich sie der Mission, in der ich es bekommen habe, gesagt habe, dass ich das nie so wirklich mochte. Aber im Augenblick bin ich ultra glücklich drüber. Einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Ich denke mal nicht, dass ich in der Mission noch einen Kerker bauen muss unbedingt. Ich habe den Horny, das reicht völlig aus. Ich könnte Geld für eine Brücke gebrauchen. Allgemein mal hier gucken, was hier drin ist. Dann haben wenigstens meine Imps mal noch was zu tun. Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat.
Ein Teufel wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Das hat sich jetzt aber geändert, wie es mir scheint. Na komm, schafft mir mehr Geld heran. Okay, da drin ist wirklich nichts. Da ist eine Kanone im Weg. Ich glaube, hinter der Kanone sind noch mehr Mana-Gruften. Die gut zu was zu gebrauchen sind. Deswegen, wo ist der Level 5? Der Level 5 Salamander. Der wird jetzt erstmal wieder eingesetzt, um die Kanone loszuwerden. Edge daneben. Und die Wache hier kann auch gleich das Zeitliche segnen. Ach, die Kanonen da drüben gibt es ja auch noch. Ja, und da kommt wieder ein gegnerischer Gegnerhaufen. Aber wir haben wieder volle genug Mana, also kann uns jetzt der Horny helfen, welchen ich jetzt gerade aus Versehen rausgekickt habe. Okay, vom Horny haben sie Angst. Kann ich eigentlich auch Horny? Nein, Horny kann ich komisch, kann ich nicht hochheben. Was Horny haut jetzt die Tür kaputt, das würde mich sehr freuen. Oh, der Salamander hat schon Stufe 6. Sehr schön. Okay, dann kann... Oh, da legt sich bereits ein Salamander mit den Verteidigungsanlagen an. Auch wenn er das nicht unbedingt alleine tun sollte. Ihr beide weg da. Ganz schnell. So. Und hey, wir kriegen langsam genug Geld rein. Also kann ich jetzt mal hier die Steinbrücke bauen und das Stück Gold ausbuddeln. Den Impf wollte ich nicht, ich wollte eigentlich das Gold. Ja, das kann gebraucht werden. Du kannst von einem Teufler vermöbelt werden. Die Wände da können kaputt gemacht werden. Wie viele Imps habe ich noch? Genug. Mal was doch das Gebiet da ein. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ah. Dann hol dir das Geld ab. Ich habe jetzt genug Geld für eine kleine Schatzkammer hier. So, die dürfte groß genug sein. Zahltag. So, und für genug Brücke müsste ich auch noch Geld haben. Sofern mir mal ein Imp hier das Gebiet einnimmt. Ach, jetzt kriege ich eigentlich genug Mana rein, um noch zwei Imps herbeizurufen.
liegt hier Geld rum. Ich komme nicht ran. Schade. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Aber jetzt bekommen sie Geld. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Jetzt können sie Geld haben. Die beiden unglücklichen Salamander. Oder ich höre einen Lohn ab. Los. Steinbrücke, gell? Steinbrücke und Gold. Wo geht's hier lang? Gibt's hier noch was Interessantes, Wichtiges? Was gibt's hier? Oh. Und wie zur Hölle soll man da hinkommen? Ach so, da durch. Hier durch würde ich mal tippen. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. So. Ich glaube, ich stelle jetzt mal das hier auf Gewinn, dass die glücklich werden und lass sie mal... Ups. Verdreschen wollte ich sie eigentlich nicht. Lass sie sich mal besaufen. Das dürfte sie... Ja, genau. Das macht sie jetzt erstmal happy. Und so komme ich langsam, aber sicher auch an das Gold. Von da aus dann weiter an das Gold und dann nach da hinten. Ich könnte mir noch Imps leisten. Und ja, ich ziehe mal die Folge ein bisschen in die Länge, weil ich noch wissen will, was das für besondere... So sind die heiligen Mannagruften nun in eurer Gewalt. Die Helden spüren, dass ihr Tod kurz bevorsteht, und so sammeln sie sich hier, um euch eine letzte vergebliche Schlacht zu liefern. Oh nein, das darf doch nicht sein! Ihr habt die heilige Mannagruft erobert? Das ist ein unfairer Vorteil! Also erwartet nicht, dass ich euch angreife! Ihr müsst schon herkommen und mich holen! Wie erbärmlich! Wartet nicht, dass ich euch angreife. Ihr müsst schon herkommen und mich holen. Oh, wie wir jetzt Geld reinkriegen. Oh, wie schön wir Geld reinkriegen.